So, da wären wir jetzt wieder an der Atlantikküste. Unsere Sammler waren ja die größten Helden. Die wollten jetzt gerade ernsthaft unbedingt hier durch die gegnerische Basis durchrushen. Im Alleingang wollten die das machen. Fragwürdig, ob sie es geschafft hätten, weiß ich nicht. Der schnappt sie jetzt erstmal da oben die Raffinerie. Die reparieren wir und dann könnten wir eigentlich hergehen und die, ich weiß jetzt nicht, Stealth-Generator. Ja doch, komm, wir platzieren Stealth-Generator, dann weiß der Gegner von der Anlage da oben nichts mehr. Wir bauen hier unten gerade schön brav die Stealth-Panzer. Jetzt bin ich am überlegen. Da werden wir wahrscheinlich... Nee, mit seinen Luftabwehrtürmen werden wir da nicht durchkommen. Das Fiese ist nämlich, wir haben hier dann gleich nochmal ein Bonusziel, was wir erfüllen müssen. Das könnte lustig werden. Wie schalte ich die... Alter, nicht der Nächste. Warte doch da nach oben. Wie kann ich hier die Luftabwehrstellungen zerstören? Da müsste ich mit Bodentruppen durchrushen. Das machen wir am besten mit Stealth-Panzern. Die ich ja gerade hier rein zufälligerweise hier zusammenbaue. Was haben wir jetzt hier? Stealth-Generator. Stellen wir jetzt einfach da hin. So. Dort hat sich die Sache. Und ich muss mal ganz kurz was trinken. Eine Sekunde. So, hat sich schon wieder erledigt. Alter Schwede, jetzt geht uns das Geld aus. Unzureichende Mittel. Sag ich doch. Aber gut, der Gegner kommt da unten ohnehin nicht durch. Wir könnten eigentlich mal versuchen, die Basis da anzugreifen. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das wirklich so clever ist. Ich glaube, ich speichere mal ganz kurz ab. Amazonaswüste brauchen wir nicht mehr. Neuen Spielstand erstellen. Wo sind eigentlich die 2? Da guckt die 2 rum. Ja, du kannst denen mal helfen hier, ne? Das... Komm schon! Wir könnten die mal ein bisschen leveln, ne? Dauert ja zum Glück überhaupt nicht lang. Ich glaube, wir helfen noch mal ein bisschen mit den Stealth-Panzern nach. Jawohl. Weißt du was? Ich mache hiervon normal noch keinen Screenshot. Oh, guck mal, was da kommt. Oh, das ist schön. Oh, guck mal da. Ach, geil. Ja, die Basis habe ich ge... Oh, was kommt da? Ich glaube, wir brauchen bei den Einheiten hier oben dringend noch mal ein paar Stealth-Panzer mit dabei. Ach, weißt du was, wir greifen jetzt einfach den Stützpunkt an. Wir haben ja gerade eh abgespeichert. Pfeif drauf, komm. Hier stehen eh diese... was ist denn das da? Gastanks oder was? Charlie-Einheit, Feuer frei. Okay, es sind keine Gastanks, die würden nämlich jetzt episch explodieren. Holt mal den Orca vom Himmel gerade kurz, wenn ihr schon dabei seid. Seid so gut. Sehr schön, wieder eine Beförderung fürs Mauer zerstören. So, während die da unten angreifen, kümmern wir uns mal hier oben um die Titanen. Da nochmal welche. So, wir gehen da einfach frontal rein im Haupteingang. Ist bestimmt eine gute Idee. Bestimmt eine sehr gute Idee. Ja, macht das schon. Das kriegt ihr hin. Auf geht's, Jungs. Mal den Turm hier kalt. Wir schleichen uns an. Genau, ihr schleicht euch schön brav an, damit ich hier ein schönes Screenshot erstellen kann. Hier kommen diesen dann immer, oder? So. Kann ich jetzt mal wieder... Ja, kann ich. Leute, ihr dürft euch ruhig wehren. Ne? Ihr dürft hier ruhig alles zerstören, was ihr seht. Ihr habt hier freie Angriffswahl. Wir räumen jetzt erstmal hier drin auf. Ich könnte natürlich den Stützpunkt auch erobern, ne? Aber ganz ehrlich, zerstören ist interessanter. Also jetzt gerade in diesem Moment. Weil die Einheiten sich gerade nur selber zerstören. Komm schon, Jungs, komm schon!
Willst du mir jetzt weismachen, dass wir die... Achso, ihr habt Platoon 2, nicht Platoon 3. Ich dachte schon. Hier, die Waffenfabriken können wir noch kalt machen. Alter. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Piepen gerade gehört habt, aber das kam von meiner Festplatte. Die gibt ja mittlerweile Töne von sich, die mehr als suspekt sind. Nee, also die Töne, die sind wirklich sehr seltsam. Und Firehawks holt sie vom Himmel. Scheiße, 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 scheiße. Die holen unsere Helikopter vom Himmel. Das ist nicht gut. So, haben wir den abgewählt, ja. Hier machen wir mal den Ding da platt, den Bauhof, bevor der hier noch alles neu nachbaut. Alter Schwede! Stimmt, Kampagne, die Firehawks sind wieder gescriptet und können Bomben werfen. Geht ja normalerweise in diese Modifikation gar nicht. Normalerweise. So, dann schicken wir jetzt unsere ganzen neu produzierten Fahrzeuge da nach oben in diese Basis rein, würde ich mal sagen. Und zwar hätte ich da jetzt ganz gern 5 von denen, 4 von denen, 5 von denen und von Nummer 2 hätte ich ganz gern 10 Stealth-Panzer. Keine Ahnung, ob das finanziell hinhauen wird, ich glaube es nicht. So, und jetzt räumen wir hier unten noch ein bisschen auf. Macht sie fertig! Es ist echt merkwürdig, dass hier dieses Bonusziel gar nicht... warte mal ganz kurz. Bonusziel im Bauhof der GA, ja. Haben wir erledigt. Alter, mit dieser Cobra-Artillerie zerstören wir unsere Einheiten gegenseitig. Alter, das ist ja irgendwo... ein bisschen kontraproduktiv. Kann ich eigentlich eine zweite Landeplattform machen? Ja, kann ich. Und die ist natürlich auch wieder gescriptet. Weil normalerweise sieht die ja ganz anders aus. So, war ich jetzt eigentlich irgendwas am Erzählen? Irgendwas Interessantes? Eigentlich schon, aber ich hab's vergessen. Nee, nee, also das Bohr war mal eigentlich durch. Ich weiß halt nur nicht, wann genau wir das machen sollen. Das Bohr zocken. Weiß ich ehrlich nicht. Wann und wie. Feindliche Einheiten in Sicht. Ja, lass sie doch in Sicht sein, die holen wir gleich mal mit. Hier, komm, wir könnten eigentlich mal hergehen und diese ganzen Stealth-Panzer hernehmen. Kommen eh alle angerollt. Ach, machen wir mal einen kleinen Überfall hier, oder? Jawoll. Eigentlich sollen wir ja diese komischen Artilleriestellungen so schnell wie möglich zerstören, weil die ja eine ernsthafte Bedrohung für unsere Transporter sind. Aber ganz ehrlich, wir spielen noch ein bisschen. Kann ich eigentlich hier... Nee, geht gar nicht. Scheiße, weil das nicht aufgeklärt ist. Menschenskinder. Ah ja, jetzt kommt das. Die GI versucht, die nordöstliche Artilleriestellung mit einer vorgeschobenen Basis zu sichern. Zerstören Sie das Rig, bevor es sein Ziel erreicht und zur vorgeschobenen Basis ausgebaut wird. Achso, das fährt da hoch, oder wie? Ah, das rollt da hoch. Ach, gar kein Problem. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade, glaube ich, ein bisschen übersteuert. Feindliche Einheiten in Sicht. Werde ich dann schon merken, wenn irgendwie die Leute hier aus dem Betten aufstehen und mich zusammenscheißen von wegen her so laut. Wo fährt denn das Rig überhaupt hin, ey? Das. Du musst in den Norden hoch. Du musst da hoch, musst du. Ich meine, mir ist es egal, wie du fährst. Je verrückter deine Routen sind, desto mehr Zeit hab ich. Ich werde soweit. So, die Jungs werden fertig soweit. Die ganzen Stealth-Panzer könnten wir mal da unten sammeln eigentlich. Weil mit denen wollen wir ja hier angreifen und ein bisschen aufräumen, ne? Jetzt warten wir auf, wir haben die 1 und 2. Okay. Ich schmeiß mal jetzt einfach bei Team 3 mit rein. So. Silos benötigt. Ihr seid fertig, jawohl. Was immer noch Silos benötigt. Wow. Alter Schwede, wir basteln doch jetzt schon, was das Zeug hält.
Panzereinsatz. Ich glaube, wir können hier gleich eine dritte Waffenfabrik einsetzen. Wahnsinn. Wahnsinn, Kinder. Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo... Oh, ha. Die haben ja keiner. Das Rick hat's ganz schön eilig. Das sollten wir abfangen. Wir verstecken Panzereinsatz bereit. Hier, greift ihn mal an. Ja, wir müssen nur da runterfahren. Da ist das Rig. Das müssen wir abfangen. Ach, wenn der Heli abstürzt, ist doch wurscht. Hier, zerstört mal das Rig, bevor es ankommt. Wir wollen ja zwanghaft alle Bonusziele erfüllen. Ja, da ist wieder so ein Firehawk. Holt ihn vom Himmel. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, dritte Waffenfabrik ist jetzt dann im Einsatz. Warte mal. Ungeeigneter Bauplatz. Frage ist, wo? Ungeeigneter Bauplatz. Ah ja. So, ich hätte nämlich ganz gerne noch ein paar Cobra-Artillerieeinheiten für da unten. Jungs. Ach Mensch, da haben wir gar nicht alle zur 3 befördert. Okay, warte mal. Stehen da noch einige rum, ja, ne? Ja, da stehen noch ein paar Not-Mods. So, ihr gehört auch noch zu Team 3. Ach du Scheiße, die kämpfen jetzt da unten mit Zone Trooper, das ist natürlich hervorragend. Schaltet die mal aus, Kinder. Sehr schön. Auf geht's, hol's mal die Firehawks vom Himmel. Alter, wir haben nur noch 5. Achso, das sind Raider Buggies. Ich dachte, 13, das läuft. Ich dachte schon, hey. Was ich schon wieder dachte, Kinder. Ich denke zu viel. Das ist das Problem. Da sind schon wieder diese komischen Gascontainer rum. Was ist denn das überhaupt? Gassilo? Was ist denn das für ein Zeichen? Brand. Es ist leicht entzündlich, also. Einheit befördert. Highly flammable heißt es normalerweise. Ach, warte mal. Wir haben ja die Energieversorgung abgeschaltet. Das heißt, theoretisch kommen wir mit den Bombern durch. Vertigo-Bombe einsatzbereit. Probieren wir jetzt einfach mal. Einsatzbereit. Wir müssen ja eigentlich bloß hier die Artilleriestellung zerstören, mehr nicht. Waffen und Zielkoordinaten. Vertigo-Bomber einsatzbereit. Die Vertigo-Bomber, die können sich ja auch gegen Luftstreitkräfte wehren, ne? Also so ist es auch wieder nicht. Kann man hier beispielsweise den Befehl geben, anzugreifen, aber ich glaube, ich schicke die Jungs mal lieber zurück, weil die werden gleich abgeschossen. So, das Ding fast hinüber. Da schicken wir jetzt einfach Team 2 rein. Sollte also ihr zwei hier geht mal landen, das ist ja jetzt hier nicht erforderlich. Einsatzbereit. Bereite Bombenabwurf vor. Und ab nach Hause, Jungs. So, das Ding ist hier. Zerstört. Einsatzziel erreicht. Stampfpanzer. Scanner in der Nähe. Brücke vor. Diese GDI-Artilleriestellung muss zerstört werden, damit wir Brasilien verlassen und zum Prime Tempel gelangen können. Das wissen wir, lieber Herr Kabal. Ich weiß nicht, ob das wirklich Kabal ist. Ich gehe einfach mal davon aus. Ihr kriegt jetzt Platoon 4. So, räumen wir hier ein bisschen auf, Kinder. Das ist der was haben wir denn hier unten noch rumstehen? Seht euch mal um, räumt mal auf, macht mal sauber. Und vor allem tötet euch gegenseitig, habt ihr schon recht. So, wir haben jetzt da oben noch eine. Ach, ganz ehrlich, hier fehlt noch was. Hier ist nämlich nicht grundlos ein Gewässer. Ja, ihr habt ein Ziel. Stell dir vor, ihr habt ein Ziel. Und zwar... Das was, die schicken wir jetzt einfach da rein. Also Team 1 und 2 schicken wir jetzt einfach gemeinsam da rein. Schon unterwegs. Ja, ja. Dann lass mal unterwegs fliegen hier. Hier, ihr kriegt mal aggressive Stellung, offensive Stellung. Team 1 und 2. Ihr werdet natürlich nichts angreifen. Es ist brav in der Kurse. Zerstören Sie den Flugzeugträger der GDI. Viele GDI-Maschinen in der Region sind auf diesem Träger stationiert. Seine Zerstörung bedeutet das Ende ihrer Lufthoheit. Damit kommt er zum Glück jetzt schon an, ne? Stellt euch mal vor, der hätte uns das gesagt, wenn wir die Mission schon fast gewonnen hätten. Ziel verifiziert. Wäre ja voll peinlich.
Alter Schwede, das Ding hält aber trotzdem einiges aus, muss man mal so sagen. Also, wir könnten allerdings was anderes versuchen, und zwar mit der Artillerie könnten wir versuchen, den anzugreifen, oder? Geht das? Ja, wir machen denen ja schon die Hölle heiß. Und versuchen jetzt gerade noch den Träger hier zu zerstören. Einheit wird angegriffen. Das ist doch eigentlich bloß die Artillerie, die durchkommen muss. Kommt schon. Oder muss ich das jetzt manuell machen? Hier kommt, Jungs. Wart mal davor. Wo ist er denn? Alter, jetzt ballert sie irgendwo in Süden hoch. Naja, da kommt der nächste. Fährst du da hoch? Alles klar, Jungs. Feuer frei. Oh, geil. Hey, ihr zwei dürft ruhig ballern, ne? Dürft ruhig schießen. Und das war's mit dem Flugzeugträger. Da geht er dahin. Wunderbar. So, Team 4, ihr könnt euch jetzt wieder im Aggressivmodus da hocharbeiten. Und dann würde ich sagen, räumen wir auf, oder? Im aggressiven Modus da hoch. Team 1, Angriff. Team 2, Angriff. Einheit befördert. Ja, räumt mal auf, ihr Kleinen. Nicht so weit vor. Warte mal, da. Nein, da. Oh, da, die. Nein, jetzt da. Also, den Turm zerstören und dann da rein. Fahr zu. Das sind Kisten, sammel sie. Das sind Kisten, sammel sie ein. Ach, weißt du was? Wir alle Einheiten kriegen jetzt den Befehl, hier diese Position anzugreifen. Und gut ist. GDI-Artilleriestellung zerstört. Jawohl. Zum Glück mit nicht allzu vielen Verlusten. Wir haben auch wirklich nur auf die Gegner geballert. Wie man hier jetzt gerade ganz demonstrativ gesehen hat. Oh Mann. Ich krieg so Kopfweh, echt. Zum Glück ist die Folge vorbei. So, Spieldauer war auf jeden Fall 22 Minuten. Komisch, laut meiner Uhr 17,5. Hinterfrage ich jetzt einfach mal nicht. Primärziele erreicht, Bonusziele erreicht, Geheimdienstinformationen haben wir alle. Und damit werde ich die Folge beenden. Bis gleich, oder nee, bis morgen. Genau, bis morgen. Tschüss.